Kannst du mal kurz gucken? The Audacity. Kannst du gucken, ob Bruno gerade damit spielt? Ja, ja. Ich bin da. Das ist Game Rallos. Okay, okay. Start. Stoppt eure freundlich. Wir müssen halt noch ein, zwei Runden abwarten. Ich glaube, so, sobald Büsers Runde 2 fertig ist, du doubles, können wir damit Finger spielen. Ich geh kurz was trinken. Uiuiui. Trinken, was hast du getan? Ich mach schon. Lässt die Aggression raus? Ja, ist ja echt so. Ich will mitmachen! Das ist meiner Kindchen! Ich glaube, nach den ganzen Matches zuvor waren jetzt drei Fuchs, das ist einfach zu viel. Ja, ja. Ich will kein Double sehen! Es seid noch nicht mal 4, ne? Das wird doch ein lustiger Fall. Wie viel Bier hast du schon? Weißt du, das ist noch so eine Aftershow. Wieso ist der Pool mit Bux und Alex falsch? Warte mal. Ja, aber irgendwer muss ja auch den ersten Matches. Ich werde es nicht aufheben. Und da trinkt er halt. Ja, dann kacken wir uns einmal mal. Ey, das ist mir wirklich wahnsinnig anstrengend gerade. Weil ich Schweden auf dem Turnier war. Ey, wer ist das? Typ, der eingeschlafen war auf dem Stuhl. Sean Wayne und Blakey. Sind die Leute denn hin? Die haben so ein Ritual, dass wenn wir einschlafen auf einer Party, dann packen die den zuerst mit ganz viel Zeug voll, das rumliegt. Die haben dann halt so Plastikflaschen und... Also Differenz zwischen Game ist halt, wenn du 7-1 ist besser als... 6-4 oder wie? Nee, warte mal, das ist sowieso besser. Dann haben alle schlechtes Beispiel. Also einmal die Differenz. Also die Differenz, die Zahl der Differenz, den Wert, und dann die muss höher sein quasi. Irgendwas haben sie, glaube ich, noch jemand, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war ein sehr lustiges Ritual. Man darf 2 picken, ne? Aber dann wären die doch genau gleich, oder? Ja, dann wären doch Alex und Buxbaum genau gleich platziert. Was? Bei dem hier. Also, gegen wen hat Alex denn verloren? Gegen Buchs. Gegen Buchs. Er hat gegen Buchs gewonnen, das ist falsch eingetragen. Das ist wirklich falsch eingetragen. Ups. Kannst du mal updaten? Wo ist Alex? Ja. Pass auf, kannst du mal sagen, wo Alex gerade ist? Schau mal, Jalla, Jalla. Was ist das? Alex! Alex! Ja. Hast du gegen Basso, gegen Bux gewonnen? Ja, 2-0 hat er gewonnen. Okay, dann war da was falsch, tut mir leid. Merke ich jetzt anders? Ja. Oh, du Huch? Bisschen. Digga, nein, das fickt mich voll weg, weil jetzt ist anstatt Ofis gegen Basso, jetzt ist Ofis gegen... Wir können das gleich mal neu machen. Bux. Bux gegen Ofis ist halt immer noch gut für mich, aber ich hätte da nicht Bux picken sollen. Warte mal, das ist aber falsch. Geht's noch Teams? Ich hab mich in meinem Fantasy geschmissen. Du bist nur noch in... So. Das geht ja. Du bist schon noch im Amateur gelandet. Er ist nicht im Amateur. Ja, da spielt doch nicht. Nee. Nein, er hat sich verredet. Du hast dich verredet. Ja, irgendwer hat auf jeden Fall Basso gesagt. Wir haben gerade einen Fehler gefunden. Das wäre viel zu krass. Ich hab halt beide in meinem Fantasy. Das halt. Geh mal auf Doubles. Ja, was ist los? Hier, wo Dinge scheiß Racket-Konstellation, alles gegen dein Fantasy. Ja, vorher hattest du Alex. Ja. Zweimal. Hier, Ergebnis. Ja, 2-1. Hab schon. Achso, okay. Es gibt Greiser, das Schwülkopfen. Hast du über das Doublesmatch gefragt? Das war cool. Also, du warst halt Second Seed, aber wir haben halt ein Ergebnis falsch eingetragen. Ich überprüfe das am besten nochmal gleich. Scheiße, ich hasse Smash G. Richtig rein. Das war ein nicer Save von der Sheik. Yo, fuck the Berlin Tournament Organizer. Ich hasse Smash GG wirklich so sehr, ne? Das ist so unintuitiv. Konati hasst Smash GG wirklich sehr. Okay. Wo ist denn jetzt? Da unten ist es gefixt. Ist gefixt? Ja, Alex gegen Bogdan. Findest du das immer noch okay oder willst du, wenn wir neu machen? Lass. Digga, wir kosten 3 Euro. Lass einfach für Spaß so machen. Ja, eben. Es geht ja auch generell um Potenzial so, nicht um, lass mal Bracket checken jetzt. Sehe ich da nicht auch extra Punkte, wenn die gegeneinander spielen? Kriegst du da nicht einen Punkt dafür? Wir können doppelte Punktzahl machen. Wenn zwei deiner eigenen Leute gegeneinander spielen. Ja, das wäre gut. Dann kriegst du halt wenigstens was, wenn einer deiner Leute.
Wenn er 3-0 kriegt, kriegst du halt 6 Punkte, aber das ist schon sick. Ja. Ja klar, dann kann man halt einen Scrub auch so als Wristpick nehmen. Ein Scrub, der später aber upsetten kann oder so. Ja. Aber das ist jetzt gefixt, ja? Ja. Dann müssen wir das gerade nochmal mit den ganzen anderen Pools abchecken. Hast du Sushko und Frosty? Game One. Geil. Geil. Glaube ich. Sushko ist halt sick. Let's go, Marius, pick ihn, Alter! Also Sushko ist halt Loki richtig sick. Ja, oh mein Gott! Der ist schon echt gut, Mann. Hä, warte mal, ich glaube, die blauen sind. Oder? Wer ist Sushko und Sushko? Sushko ist die Ski. Dang ist auf jeden Fall die orangen Foxes. Ja, ah, okay. Dann. Sushko ist die Ski. Dann habe ich das Unfall schon eingetragen. Schrecklich. Dang. Aber. Das ist ein richtiges Maxi. Dann ist auch das Overlay falsch rum. Oh ja, ich habe das Overlay falsch rum. Richtig? Nee, ich hab's nach den Sitzplätzen. Naja, aber man sieht sie ja. Für, ja. Dann tausche ich das nochmal eben. Ich muss die Pools auch nebenbei anschauen, dass es auch richtig ist. Nicht, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Der Junge gewinnt alles. Hafsi gewinnt alles andere. Ja. Nilsuppe gewinnt alles andere. Oh wow, der Boot ist komplett wie expected gelaufen. Ja, aber manchmal. Der Junge hat Hafsi nur die Nilsuppe gefallen. Third hat einen Upset gepult, aber. Ja, da steht, dass er gegen OB verloren hat, aber er hat gegen OB gewonnen. Warte mal ganz kurz. Die Third und sein Freund haben gewonnen, 2-0. Also Swag Mob hat gewonnen. Ja, genau. Dang. Swag Mob spielt gegen Zerf weiter. Hey, das ist einfach so, der Spiel von einem gegen OB und Kono. Darf ich nicht. Ja, das wäre. Aber ich bin auch so gut gespielt im Sonne, glaube ich. Für euch? Ich habe gute Sachen gemacht. Das wäre fast gegen Raven gewonnen. Was auch? Unlucky, ihr spielt gegen das Greifswerder Spülenkotzen weiter. Hier. Da war jetzt immer so. Du hast das ganze Bracket verkackt. Scheiße. Ja, das hat aber ein Bracket. Was sieht man gerade mal? OB hat gegen Third verloren. Aber warum ist das grün? Das ist halt das verloren eingetragen, aber das OB gewonnen hat. Das ist komisch. Aber es ist richtig so. Und Third ist auch höher geplaced. Das ist einfach nur komisch. Die Farben sind einfach komisch. Aber Third ist ja auch höher als irgendwie im Bracket, das ist das Problem. Was war noch? Die Farben sind tatsächlich nicht ganz richtig. Die Farben sind absolut falsch. Ja, die Farben sind einfach, oben ist grün, unten ist rot. Danke, ja. Danke Smash GG. Ja, sonst war alles richtig. Fick Smash GG. Fuck Smash GG. In den Arsch. Sonst, okay. Vielleicht wenn du aktualisierst, ändert die Farbe. OB hat Sieg, OB hat verloren, ne? Ja. Ja. Das steht da zwar nicht dabei. Sehr gut. 1-2 gegen Zucker gewonnen. Gespielt. Gegen Geldi weiter gespielt. 1-2 ist aber eingetragen. Nein. Hat 1-2 gegen Dixon verloren. Das ist richtig eingetragen. Ja, okay. Jetzt wieder auf die Farben bitten. Hä, das ist super komisch. Ich hasse Smash GG. Yo, man, fuck Smash GG. FoxSmashGG.com. SmashGG.com vor allen Dingen. Was? Ist alles richtig? Ja. Also, warte mal. 1-2, ja, das wissen wir, wie es ausgegangen ist. Hat Ophis 2-0 gewonnen, dann hat er alles andere 2-0. Ophis hat gegen Strawstream verloren, sonst alle 2-0. Und das wie hat Strawstream und Silid gespielt? 2-0 für Silid, alles gut. Dann ist Silid raus, also als erster. Ja. Du hast die zweite Ophis dritte. Ja, das macht Sinn. 17 ist die Cute. Dann ist der nächste Boss Target wahrscheinlich, ne? Ja. Boss Target. Das ist richtig. Ja. Ja. Der steht auch schon. Ich sag ihn in so einer Viertel bis 30 Minuten an. Kevin! Okay. Kevin! Geht hier ab? Muss alles kommentieren, Jan. Ja, wir versuchen hier das Turnier zu regeln. Ich bin halt kacke im Kommentieren. Du musst das halt nicht so nah ran, du kannst einfach nur reden. Ja. Ja, ich finde das halt witzig. Yo, fuck Smash G! Ich finde das halt witzig, wie hier so Marius Portemonnaie liegt und so eine 100-Euro-Schein so rauskommt. Ja. Das ist halt, das ja. Absolut Rich Kid, dieser Hund. Luca möchte hier erstmal. Rich Boy Strawstream, Marius ja. Stroh. Also du kannst gerne. Ja. Strombach. Ich kann einfach Strombach. Okay, Girl, lass uns das mit den Pool angucken. Das kann ich halt nicht. 0-2-2-1-2-0. Ich rede einfach so, wie ich normal rede. 0-2-2-1-2-1-2-0-2-1. Oh, das ist falsch. Was ist das da unten? Ich mache alles kaputt. Erstmal wieder hier. Ja, genau.
Ja, das ist doch falsch. Kamera, das war ja. 1-1? Ja, das ist wieder 1-1. Ja, das ist jetzt Game 3. Möchtest du das? Vielleicht okay. Alex hat alles gewonnen, genau. Idiot. 1-2-1-2, 2-1, gut, dass wir nochmal gucken. 2-0, 0-2, 2-0, 2-0, 4-0, 0-2. Wie passiert denn sowas, Digga? 1-2, Digga, ich bin blöd. Hat er gegen Baumwolle verloren? Ja, ich hab halt, warte mal, hier. Hiro gegen Vitosch ist 1-2.